zusammen. Herzlich. Hallo. Herzlich willkommen beim Closing vom Rabbit Chaos Adventure. Viele von euch haben vielleicht den Hacker Hobbs begleitet auf seiner Reise, haben der Oma mit dem Computer geholfen oder verzweifelt HPX, Kiki oder Tierposter auf dem Gelände gesucht und mit Tassen die halbe Enigma nachgebaut. Maßgeblich daran beteiligt waren unser Batchmeister Tobi und der Zinfluencer Timo. Für Tobi, ja. Und die beiden erzählen euch jetzt, wie sie das gemacht haben. Ja, vielen Dank. Genau, ich weiß tatsächlich gar nicht, was ich hier soll, so wirklich, weil eigentlich hat Tobi die gesamte Arbeit gemacht. Ich durfte nur so ein paar Lötkolben mitnehmen, ein bisschen Geld eintreiben von den Sponsoren und dann Tobi nerven, dass er alles macht, aber der hat eigentlich alles gemacht. Genau, ich bin Tobi. Es hat mich irgendwann mal zu so einem kleinen Camp getrieben in Niederbayern, nördlich von Passau, das Void Camp. Und da habe ich angefangen, Batches zu machen. Das ist so die Grundidee. Also wir haben das Void Camp hier auf der einen Seite. Und was ihr seht, ist mein erstes Batch. Das ist, ich glaube, 4-5 Jahre her. Und seitdem bin ich fleißig am Batches basteln. Und das hat sich über die Zeit natürlich auch weiterentwickelt. Und daher kommt das alles so. Das Batch darauf, was dann kam, war eben die Schatzkarte, die Timo gezeigt hat. Und dazu gab es eine kleine Geschichte. Das war das Enter the Void. Und das Enter the Void ist die Vorstufe vom RCA, wie wir es hier auf dem Easter Egg gespielt haben. Das heißt, es gab verschiedene Challenges, die sich auf dem Campgelände befunden haben. Es gab Dinge, die man auf dem Laptop hacken musste. Genau, aber gleichzeitig musste man suchen und hatte Spaß. Was war das dritte? Timo? Batch Challenge. Achso, auf dem Batch natürlich, genau. Also das Batch selber hat auch noch Rätsel. Also da musste man dann irgendwie so einen Mega-Ohm-Widerstand finden, der dann irgendwie dafür gesorgt hat, dass nichts geht, weil er natürlich viel zu groß ist. Oder eine LED finden, die falsch rum beschriftet ist auf dem Batch, was dazu führt, dass sie eben auch nicht leuchtet. Solche Dinge musste man da lösen. Und im Camp WLAN eine Wörterbücher runterladen, damit man Wordbook-Attacks auf irgendwelche Passwörter loslassen kann. Alle sind vor einem LTE gestanden und haben sich das runtergeladen, aber hat dann doch ganz gut geklappt. Genau. Und was passiert ist, wir hatten eben als Rätsel die Flaschenpost. Die Flaschenpost waren Flaschen, so wie wir hier sie sehen. Und die waren auf dem Gelände verteilt mit verschiedenen Rätseln. Und hier eben auch eine Antwort drin. Also wir sehen hier die Flaschenpost 5.1 zum Beispiel. Und das war wahnsinnig beeindruckend, weil das war ein Camp. Es war abends, es war dunkel, es hat geregnet. Und ich habe mir gedacht, na toll, ich habe jetzt da so Flaschen in der Wildnis verteilt. Und was ist passiert? Die Leute sind mit Taschenlampe und Regenschirm im Dunkeln durch die Gegend gerannt und haben diese Flaschenpost gesucht. Und ich dachte mir, das ist ja abgefahren. Also das hat mich dann auch schon wieder sehr berührt, weil ich mir dachte, boah, krass, ja, die Leute nehmen das ernst und haben da Spaß dran und dann kommen sie halt irgendwie nass wieder und sagen, ich hab's gefunden, total geil. Und genau, und dieses Konzept, dass wir also ein Batch haben, dass wir ein Challenges haben, die wir halt so ein bisschen CTF-lastig auf dem Laptop lösen müssen, dass wir Dinge auf dem Event versteckt haben, war dann so der Vorreiter für das, was wir heute hier haben. Wir haben es da ausprobiert oder wir haben es da das erste Mal in Form der Schatzkarte gesehen und genau, hatten halt wahnsinnig viel Spaß und wahnsinnig viel Arbeit. Auch da schon wieder eine ganze Menge Arbeit. Genau. Und der Timo kam dann eben zu mir letztes Jahr und sagte, ey Tobi, du hast doch mal so ein Batch gemacht und so ein Enter the Void und das war total abgefahren. Nach jedem Event hat er gesagt, nie wieder. Ja, genau. Also das ist so das Klassische. Also wenn ihr mich heute fragt, wann ich mein nächstes Batch mache, nie wieder. Ja, bitte nie wieder. Also ich glaube, ich werde morgen erstmal keinen Laptop sehen wir wollen oder so. Dabei haben uns Leute tatsächlich schon Designrichtlinien vorgetragen, die wir beim nächsten Mal einhalten müssen. Also, ja, gehört dazu.
Genau. Und der Timo hat mich eben auf dem Kitchen-Geburtstag letztes Jahr gefragt, so hast du nicht Lust fürs Easter Egg was zu machen? Und ich habe gesagt, oh, das ist ja Arbeiten, aber na klar, mache ich das. Und weil es natürlich auch für mich und die Entwicklung, die wir gesehen haben, wahnsinnig spannend ist. Also am Anfang auf so einem Voidcamp, da kommen irgendwie 100, 150 Leute und davon wollen dann irgendwie 50 Leute ein Badge haben. Hier auf dem Easter Egg haben wir jetzt Größenordnungen, wo wir 700 Platinen gemacht haben und als ich das letzte Mal jetzt drüben in die Kiste geschaut habe, waren noch 20 da. Also das ist schon nochmal eine andere Größenordnung, mit der wir hier unterwegs sind. Und auch Größenordnungen, wo der Zoll nicht mehr glaubt, dass es für privat ist. Aber zu der Geschichte kommen wir noch. Zu der Geschichte kommen wir auch noch, genau. Ja, und hier also halt mal so der Überblick zu dem, was wir hier gehabt haben auf dem RCA, auf dem Rabbit Cars Adventure. Genau, also die Challenges oder mal Gegenfrage, wer hat mitgemacht? Oh, toll. Wer hat es durchgespielt? Oh, super. Okay. Wer hat es nicht durchgespielt? Ah. Okay. Ah, das ist ja. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Genau. Also wir haben hier mal so kurze Übersicht. Wir kommen später noch zu den einzelnen Challenges auch detaillierter, was wo wie zu rätseln war. Aber wir haben hier mal die Übersicht, was eigentlich so passiert ist. Wir warten so ein paar Kategorien. Also dass wir gesagt haben, die erste war so die Hacking für den Laptop Challenge. Die zweite, das war dann so die Batch Challenge, wo der Hops sein Batch gelötet hat oder es überprüft hat. Das dritte war dann eher so drin und das vierte war eher draußen. Genau, ich denke, das ist so das, was wir so für den Moment sagen müssen. Genau, wir haben uns dann überlegt, okay, was machen wir eigentlich? Wir haben auf dem Kongress zusammengesessen und gesagt, okay, wir brauchen jetzt irgendeine Idee. Ja, also der Kongress ist jetzt 3 Monate her, weil es wird dann auch langsam eng. und wir müssen da jetzt was machen. Und wir haben dann uns auf dem Kongress gebrainstormt, dass wir einen Hasen entwerfen. Das Poster zum Easter Egg gab es schon. Das heißt, das war die Vorlage auch für das Badge, was dann ja entstanden ist. So wie ihr es ja sehen könnt. Und genau, die Idee war eben, okay, wir wollen was Zweidimensionales machen wieder. Und so wie es ja bei der Schatzkarte auch schon war, da gab es ja die Schatzkiste am Ende zu gewinnen. Und hier ist es eben auch so, dass der Hase in Cyberoptik zu gewinnen war, der dann draufkommt und genau draufgelötet werden kann und dann eben auch nochmal bunter leuchtet, als die normale Basisplatine ja ist. Und die Idee war eben, man fängt, also jeder kriegt so ein Namensschild, denkt sich dann so, ja, ist ja ganz hübsch und so, kann ich meinen Namen draufschreiben. Vielleicht brauchen wir noch ein paar LEDs dazu. Und je mehr man mitmacht bei den Challenges, desto mehr vercybert wird er. Deswegen ist es auch in 4 Platinen aufgeteilt. Die Idee war eigentlich, dass alle nach jeder Challenge kommt man vorbei, holt sich das nächste Teil und voll hyped. Ja, ihr seid alle gekommen. Ja, wir sind komplett fertig. Oh, okay. Alles gut, hier hast du alles. Aber hat auch ganz gut geklappt. Genau, das ist ja, das ist die Story. Wir werden wahrscheinlich irgendwann auch noch, also es gibt schon einen GitHub-Repo, das ist noch leer. Da wird vermutlich auch dann irgendwie noch der Inhalt drin landen, wahrscheinlich auch die Geschichte. Aber genau, das ist die Story für die Leute, die die Geschichte nicht durchgespielt haben. Also im ersten geht es darum, dass Hops bei Oma, wie heißt sie? Ja. Oma Gretchen oder so. Oma Gretchen halt Malware findet auf dem Laptop und die Reise beginnt und er sich am Ende den Whiteheads anschließt, um die Blackbytes ja, zu zerstören oder offline zu nehmen. Es geht weiter, habe ich schon gesagt, mit dem Batch, wo er Fehler prüft und genau. Hops gefällt's hier in Rainbow City, ja, und das große Rätsel ist, was ist mit HPX eigentlich? Da kommen wir noch drauf und dann im letzten Teil der Story, ja, er sucht Kiki, die mit denen er sich eigentlich treffen wollte, findet sie dann in der Cake Kitchen und sie wollen auf den Hightower klettern. Gut, dann gehen wir eins weiter und da wird es dann auch schon sehr spannend. wir haben uns überlegt auf dem Kongress, wie macht man sowas? Ja, also wir haben jetzt gesagt, okay, das ist nicht das erste Batch, was wir machen, wir haben eine Erfahrung. Wir können sagen, wann brauchen wir in etwa was, welche Dinge müssen wann passieren. Es gibt To-Dos, die natürlich zeitkritisch sind, wie sortiert man sowas? Und da haben wir uns gedacht, wir schreiben das mal runter. Ja, und das haben wir uns aufgeschrieben.
was wir so vorhaben. Und dann passierte das. Ja. Wir haben total Erfahrung. Wir wissen, dass man früh anfangen muss mit dem ganzen Zeug. Ja, und dann wird das Deadline dann eigentlich immer eingehalten. Also wenn man viel Zeit hat, nimmt man sich auch viel Zeit und kommt dann ganz am Ende noch dazu, genau. Alles hinzuschmeißen. Dann gehen wir wieder zurück. Nee, erstmal zurück. Genau. Also die Frage ist ja, wie macht man sowas? Also natürlich haben wir Erfahrungen und wir wissen irgendwie, was wir so grob brauchen. Also der kritische Part ist im Kern sowas wie das PCB natürlich. Ja, das heißt, wir müssen im Januar irgendwie den Prototyp bestellt haben, damit wir Ende Februar das finale PCB bestellen können, damit es Ende März zum Easter Hack auch hier ist. Das ist so der grobe Plan gewesen und das ist eigentlich das Kritische an der Sache. Alles drumherum, also wir haben jetzt sowas wie Postkarten drucken schon für die eine Challenge zum Beispiel, die haben wir im Februar gelegt. Das kann natürlich auch in den März wandern, ist kein Problem. Story schreiben zum Beispiel ist auch was ganz hinten passieren kann, weil man da so ein bisschen flexibel auch ist und das wirklich erst am Beginn des CTFs halt auch sichtbar wird. Da hat man dann nichts. Etwas Spannendes, was natürlich hier passiert ist, wenn ihr so einen großen Mix aus allem macht. Wir müssen natürlich ganz am Anfang schon bedenken, was wir am Ende brauchen. Also wir haben hier unten Challenges im Batch als Stichpunkt zum Beispiel. Wenn ihr Challenges in der Batch verstecken wollt, ja, so wie wir das gemacht haben, dass ihr da Texte drin finden müsst, dass ihr da Graffitis drin finden müsst, dann müssen die natürlich auch direkt drin sein. Also das heißt, wir müssen im Januar schon uns Gedanken machen, wie die Geschichte Ende März eigentlich aussehen könnte, damit wir dann auch das drin haben, wo wir gerne hinwollen. Und das zieht sich dann eben doch schon durch und ja, ist natürlich dann ein sehr komplexes Thema, weil da sehr viel dann reinfließt aus verschiedenen Ecken. Und das ist was man bedenken muss, ja. Genau, das ist das. Ansonsten muss man aber auch sagen, was wir hier gemacht haben, sind ja mehrere große Projekte. Also das RCA ist ein Riesenprojekt und jeder Teil ist ja schon an sich ein großes Projekt. Also das Batch an sich ist ein großes Projekt. So eine CTF-RCA-Geschichte mit wir verteilen Dinge auf dem Campus, dem Event, ist irgendwas für sich. Sowas wie wir bauen mal so ein paar Challenges, die man auf dem Laptop lösen muss. Also wir zippen mal irgendwelche Files oder so. Ist auch schon wieder ein großes Thema. Also wir haben hier ein gigantisches... Alle Gruppierungen mit einbeziehen, dass dann auch ihr solche Geschichten passieren können und sowas. Da kommen wir noch hin, genau. Ja, genau. Genau, also da fließt halt viel in viele Richtungen ein und das, wovon wir natürlich profitieren können, ist, dass wir ja mit der Easter Egg Orga ganz gut können oder sie halt auch schon länger kennen, weil sie halt auch die Voidcamp, also weil die Überschneidung zur Voidcamp Orga sehr groß ist. Das heißt, das sind alles bekannte Gesichter und es macht natürlich wahnsinnig Spaß, mit den Leuten halt zu arbeiten und kriegt da aus allen Seiten so Input. Weil man eben gut vernetzt ist. Eins haben wir hier noch. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben jetzt hier so eine Timeline und an sich sollte das alles funktionieren. Und es ist dann eins passiert. Wir waren relativ okay, der Zeitplan, klar, das hat nicht alles da hingehört, wo es hingehörte, aber wir waren eigentlich relativ für uns gut im Zeitplan. Wir haben gesagt, dass PCB muss, der Prototyp muss im Januar fertig sein. Wir müssen Ende Februar das PCB bestellen. Ja, weil das ist das kritische Ding. Haben wir gemacht. Ja, und jetzt kommt das aber aus China und geht dann auf die Reise irgendwann, nachdem es produziert worden ist. Und dann landet das erstmal in Leipzig beim Zoll. Der Zoll, der wohl am langsamsten arbeitet. Genau. Und dann habe ich mir erstmal gedacht, naja gut, das ist der Zoll. Ja, jetzt hast du irgendwie 2,5 Wochen Zeit. Ja, lass das da mal 3 Tage liegen. Das wird da schon werden. Ja, so. War nicht so. es lag und lag. Es bewegt sich nicht. Und irgendwann kam dann bei mir der Punkt, wo ich mir dachte, oh, das bewegt sich nicht. Wir müssen da mal was tun und dann ruft man mal so bei DHL an und fragt da, was so los ist und dann kriegt man halt so, ja, dann telefoniert man mit denen und dann, ja, das ist schon alles auf dem Weg, das wird schon, das kommt schon alles, sagen sie dann. Na gut, so und so. Lässt man sich erstmal abwimmeln und dann geht's halt aber los, die Zeit wird ja immer knapper. Das heißt, was man ja aber sieht ist, wenn diese PCBs nicht hier sind, dann kann man das RCA noch spielen, ja, aber es fehlt halt gewaltig viel von diesem gesamten Projekt. Das heißt,
wir haben da so eine kritische, so einen kritischen Punkt, so einen Single Point of Failure eigentlich geschaffen, wo wir jetzt mal dran arbeiten müssen. Und ich habe dann tatsächlich gesagt, ich musste anrufen und Hertha nachtreten. Und habe das auch gemacht. Und das Spannende bei DHL war dann, dass man so alle 3 Tage jemanden am Telefon hatte, der A, sich sehr gut auskannte und B, gesprächsfreudig war. Und mit dem konnte man dann dieses Zollspiel relativ gut spielen, weil der nämlich in den Nebensätzen sehr spannende Sachen gesagt hat. Ja, und das Problem war, man musste aber auch eben 3 Tage lang anrufen, bis man wieder so jemanden hatte. Ja, und das ist natürlich genau. Also wie gesagt, am Montag war bei mir der Punkt, da war es richtig, da war ich richtig kaputt, weil ich nämlich gesehen habe, das Paket hängt immer noch im Zoll. Und wenn das bis Ende der Woche nicht da ist, dann haben wir ein Problem. Und ich habe mit Timo schon Alternativmöglichkeiten mir überlegt, was wir machen, wenn die PCBs nicht rechtzeitig kommen. Wir hätten euch alle Briefe geschickt. Und ihr sagt, hier, nehmt. Weil das ist halt das Problem an diesem Batch. Ja? Wenn das zum Event nicht da ist, dann ist es dann nachher nicht wertlos, aber dieses Ding ist weg. Also der Zug ist abgefahren. Das heißt, das ist eigentlich das große Problem an diesem Projektmanagement hier. Ihr müsst zum Event müsst ihr alles da haben. Und was bis zu diesem Event nicht da ist, ist im Zweifel wertlos. Und das macht es natürlich echt anstrengend. Also das unterscheidet sich dann eben doch schon sehr gravierend von, ich habe hier nebenbei ein Bastelprojekt, ich habe meine Platine gemacht und ja, jetzt habe ich hier bei Ali ein paar Teile bestellt und die kommen dann irgendwann und wenn das da ist, kann ich das zusammenlöten oder so. Sondern wir haben ja hier wirklich eine ganz, ganz harte Deadline. Und was man hier halt aber bei so einem Projekt auch nicht vergessen darf, es gibt das eine, dass das Handwerk, ja, das heißt, das Handwerkliche ist dann sowas wie, ich muss im KiCad irgendwie eine Platine erstellen können. Aber es gibt viel drumherum, also die Logistik. Nur weil ihr eine Platine in China bestellt, heißt das nicht, dass die Platine mit Teilen gepackt hier auf dem Easter Egg auftaucht. Sondern da müssen sich Leute hinstellen, müssen das packen. Da muss die Frage, wie kommen diese Platinen nach Regensburg? Wie kommen die Teile nach Regensburg? Was kommt da noch so rein in so eine Tüte? Also das ist dann eben doch sehr viel, genau. Wir haben hier ein Bild, wie die Teile gepackt wurden. Ja? Timo, genau, wir haben dann so gesagt, oh, so irgendwann so 2 Wochen vor dem Event, fuck, wir müssen noch packen. Ja, dann sind die Teile irgendwie, wir sind auch irgendwie, Tobi ist in München, ich bin in Regensburg. Ja, Tobi hat alles gepackt, ich habe plötzlich lauter Pakete in der Garage gehabt, alles voll, oben, von oben bis unten. Ja, muss gepackt werden, ich packe aus, scheiße, keine Platinen drin. Ja gut, jetzt packen wir erstmal diese kleinen Sachen. Die Kitchen akquiriert, ein Wochenende vorher haben wir das alles gepackt, hier ganz professionell, den kleinen Pommes-Schüsselchen, eignen sich sehr gut, kann ich sagen. Wir brauchen immer 4 Stunden, Clemens hat da eine Statistik, egal wie viel wir packen, ob wir 1000, 2000 oder 700 packen, wir brauchen immer 4 Stunden für sowas. Und da gehört halt auch dazu, dass irgendwer diese Reels, die man hier vorne so sieht, nimmt und so wirklich so einmal runterschneidet und dann wieder da. Wir haben so, schon so einen Reel-Cutter, aber der schafft leider nicht alles. Naja, gehört auch mit dazu. Wir hatten Spaß, wir hatten gute Musik und dann waren diese kleinen Tütchen gepackt. Und wir haben halt auch irgendwie kalkuliert, wir mussten irgendwie ein Budget, haben uns selber gesetzt, so einhalten. Wir hatten nur ganz nicht so viele Sponsorengelder. Ja, und dann, es werden schon 700 Platinen, dann kriegt ihr dann eine Platine und es wird, wenn 200 mitmachen, dann wird das schon reichen. Ja, am ersten Tag alle Teile weg. Super. Dann kamen natürlich danach noch ein paar Leute und wollten noch Teile, aber war halt dann leider nichts mehr da. Genau, also, aber um die Geschichte von DHL zu Ende zu erzählen, genau, also die Teile kamen dann tatsächlich am Samstag an, also vorgestern. Das ist so der letzte Moment, der irgendwie noch möglich war, nachdem ich mit DHL nachdem ich mit DHL lange telefoniert habe und dieses Zollspiel dann durchgespielt habe. Also ein Problem ist eben tatsächlich, dass ich als Privatperson irgendwie 3200 PCBs in einer Kiste hatte und der Zoll fragte, was macht man privat mit 3200 PCBs? ja, genau. Und die Lösung war dann, naja, das ist ein Ostergeschenk für Kinder. Ja. Und genau. Ja, dann waren die in München und dann, ja, fuck, wer holt die jetzt aus München ab? Ja, dann war Charlie, ist Charlie hier? Kein Charlie hier.
Charlie, du hast doch einen Tesla, oder? Du fährst doch gerne Auto. Ja. Tobi eingepackt, nach München gefahren, Teile eingepackt und dann habe ich immer jede Stunde habe ich ein Update bekommen. Sind im Kofferraum, fahren auf die Autobahn. Und dann waren schon die Engelschichten eintragen. Ah, hier müssen Engel her und dass es dann verpackt wird und das war on point, wirklich. Genau, das hat geklappt. Genau, also der ursprüngliche Plan war ja eigentlich, dass wir an der am Eingang, wo ihr eure Tassen bekommen habt, zusammen zu den Tassen eben auch das Lanyard, das PCB und die Visitenkarte bekommt, sodass ihr sehen könnt, was das RCA ist und dass ihr mitmachen könnt. Hat eben nicht geklappt, weil die PCBs nicht da waren, aber wir haben gesagt, okay, wir verteilen zumindest schon mal die Lanyards und die Visitenkarten, sodass ihr am RCA mitmachen könnt, auch wenn noch gar nicht klar war, ob Samstag tatsächlich die PCBs ankommen werden, sodass man zumindest das RCA als solches rausgelöst hat und jeder zumindest Challenges auf dem Laptop und auf dem Event spielen kann, ohne Badge zu haben. Aber tatsächlich haben wir gesehen, in dem Moment, wo die Badges auch rausgingen, die Platinen, gab es dann schon nochmal einen echt gewaltigen Schub im RCA. Also das hat dann schon nochmal auch geholfen, das Ganze anzukurbeln und natürlich gut, dass dann alles da war. Genau. Ja. All das geht nicht ohne Geld. Was denkt ihr, was kosten 700 Platinen mit Bauteilen? So mal, werft mal ein paar Zahlen. Wie? 5K, ist gut dran, sehr gut dran. Tatsächlich 4.500 Euro haben wir ausgegeben für alles drum und dran. Die Karten waren sehr eng kalkuliert, also das war alles nicht aus dem im Kartenpreis drin. Wir haben die Kitchen gefragt, die ist 4.500, ja genau. Na gut, dann müssen wir Sponsoren einsammeln, ja, dann irgendwie Sponsorenlisten, hatten doch da mal irgendwas, dann holt man sich die ganzen alten Pads raus, schreibt alle Firmen an, kriegt kaum Antwort zurück und dann plötzlich so, da gibt es doch Ratisbona Coding e.V., das ist ein Verein, ein gemeinnütziger Verein. So, warum soll ich die denn anfragen wie den Sponsoren? Ja, die machen sowas. Dann fragen wir die an, ja, wie viel braucht er? 4.500, alles klar, hier, habt ihr. Okay, cool. Ja. Natürlich, Nils Baumann, der hat das Design gemacht tatsächlich und Uptime Labs hat natürlich auch einen riesen Part gesponsert und lustigerweise haben halt dann, also ich habe halt die Liste schon, die E-Mails schon alle rausgeschickt, Ratisbona hat schon alles bezahlt, ja, dann kam halt noch so Uni Regensburg daher und Vector so, ja, wir hätten auch noch Geld, wollt ihr noch? Und dann, okay, können wir machen, ja, alles klar, die Uni dann auch so, ja, warum macht denn das nicht in der Uni, dann würden wir euch mehr sponsern hier, also nächstes Event vielleicht in der Uni, können wir mal überlegen. Ja, bei Vector ist es noch eine, ich habe es jetzt nochmal mit draufgeschrieben, weil tatsächlich kam Vector 2 Tage vorher daher. Wir bräuchten jetzt so einen Sponsorenvertrag und ich habe den bisher noch nicht unterschrieben. Haben halt auch noch nicht ausgemacht, was das Sponsoring umfasst. Ich kann jetzt zumindest sagen, dass sie im Vortrag genannt worden sind. Vielleicht kommt da noch Geld, weiß ich nicht. Genau. Ich bin ja schon jetzt auch auf dem Easter Egg öfter gefragt worden, wie macht man sowas, ja, und jetzt ist das Badge natürlich Teil des Easter Eggs und oder des RCAs. Ich habe natürlich nicht so viel Zeit, um darauf einzugehen, wie man sowas konkret macht, aber um zumindest allen mal zu zeigen, wie sowas grundsätzlich funktioniert. Also in dem Fall haben wir ein Projekt aus 5 Teilen, eine Grundplatine, das Badge und eben 4 Gewinnteile. Man muss sagen, dass die Idee einfach ist, wir machen mit Leiterplatten Kunst. Also und verwenden dabei einfach nur die Materialien, die wir auch auf einer Platine finden. Und so eine Platine besteht in der Regel aus verschiedenen Materialien. Also es gibt das Grundmaterial, das ist dann so eine Glasfaser, das FR4. Das ist das, was ihr seht, wenn ihr durchleuchtende Flächen habt. Ja? Das heißt, es ist so ein leicht milchiges, braunes Material und das eignet sich halt super, um es von hinten zu beleuchten. Und dann geht es weiter, dann gibt es weitere Flächen, den Kupferbereich zum Beispiel, das ist das, was wir in dem Fall Gold haben. Typischerweise benutzt man diese Bereiche ja, um Dinge festzulöten. Aber den Chinesen ist es halt auch wurscht, was wir damit machen. Also wir können halt auch sagen, wir machen damit Formen oder wir machen daraus Bilder. Und dann kann man eben einfach auch viel, viel schönere Dinge draus machen, als einfach nur ein Pad, wo man irgendwie eine LED dran lötet oder einen Widerstand. Ja, aber ganz wurscht ist es eben nicht. Also die schauen da ab und zu auch mal drauf. Also tatsächlich prüfen die das auch elektrisch und fragen danach, ja, ihr habt gar keine Bohrungen drin. Wo wollt ihr denn die Bauteile ranmachen und sowas? Ja, da fragen sie schon mal nach. Und dann, nee, passt schon. Und dann wollen sie dreimal nochmal. Ja, wirklich. Also kann man das jetzt so produzieren, das sind
700 Stück. Aber ja, doch, man muss sie dann überzeugen und meistens funktioniert es ganz gut. Genau, also das ist die Grundidee. Also was ihr auf der Vorderseite seht, zum Beispiel das Weiß, das ist der Bestückungsdruck. Damit wird normalerweise auf der Rückseite einfach gesagt, welches Bauteil kommt wohin, also so eine kleine Schrift. Aber es sagt eben auch niemand, dass wir daraus Schrift machen müssen, sondern wir können damit einfach auch Flächen machen. Und so können wir einen weißen Hasenkopf zum Beispiel aus diesem Bestückungsdruck machen. Und so ein Kunstwerk entsteht dann eben, indem wir genau diese Materialien einfach geschickt kombinieren. Also indem wir sagen, okay, wir haben Kontraste, indem wir durch Flächen dann irgendwie Bilder erzeugen. Und es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger. Also das hier ist halt schon echt komplex. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr macht was Einfaches, wo dann irgendwie mal ein einfaches Symbol oder so in einem anderen Material zu sehen ist. Das ist dann so das Einfache. Aber das hier ist natürlich schon echt krass, ja, weil ihr viele verschiedene Materialien habt in sehr hin- und her springender Form. Also wenn wir irgendwie von weiß auf schwarz nach Gold gehen, dann müssen wir genau gucken, wie wir diese Layer anordnen, wo wir da was wegschneiden, damit wir am Ende das richtige Ergebnis haben. Aber tatsächlich kommt da die Kreativität durch den limitierenden Faktor. Man hat nur quasi eine ganz, ganz kleine Farbpalette, und muss halt da dann kreativ werden und dann auch so Sachen wie, ja, hier beim Ohr zum Beispiel, dieser leicht dunkle Bereich, da lasse ich einfach das Kupfer unter dem Lack weg. Dann gibt es eine andere Schattierung und das kann man halt dann auch noch ausnutzen, um da ein bisschen mehr Details reinzubringen. Also da kann man schon sich ein bisschen verspielen bei der Sache, was du gut gemacht hast. Ja. Genau, und dann haben wir den Hasen noch daneben, der ist lila, das Badge ist schwarz. Genau, und ansonsten auch recht ähnliches Prinzip. Genau, dann schauen wir uns das Ganze mal von hinten an. Gut, was wir brauchen, ist eine Schaltung, die hinten drauf kommt. In diesen 3 Monaten ist es natürlich nicht möglich, alles das Rad neu zu erfinden. Das heißt, ich habe auf eine Schaltung zurückgegriffen, die ich vorher schon zu wahrscheinlich 70-75% kannte und gesagt habe, die verwende ich wieder und tausche jetzt einfach einzelne Elemente aus, bis das zu dem passt, was ich gerne hätte. Wir haben es hier mit dem NE56 zu tun. Viele von euch kennen vielleicht den NE55. Ja, also das ist ein Timer. Vor kurzem 50 Jahre alt geworden. Meistverbaute Chip der Welt anscheinend, angeblich. Und der kann einfach echt alles. Genau. Und der NE56 hat eben einfach das gleiche mit 2 Ausgängen. Und ja, das ist das Badge von hinten. So kann man sich's zusammenlöten. Das ist das 3D-Rendering im KiCad. Also ich bin dann da auch recht weit gegangen mit, ich suche mir jetzt für alles auch 3D-Modelle, um dann am Ende tatsächlich auch irgendwie einen kompletten Hasen so zu haben. Ich muss dazu sagen, es wird fast ein bisschen langweilig, wenn ihr dann die Platine in die Hand kriegt und die Bauteile da habt. Weil ihr denkt euch, ja, habe ich doch schon gesehen. Ja, also das, was ihr da seht, ist ja so nah dran an der Realität, dass ihr, wenn ihr das in der Hand habt, sagt so, ja, ist ja langweilig, weil habe ich schon lange mitgearbeitet. Aber genau für sowas halt perfekt, weil hier hat er echt alles zusammenpassen müssen. Also diese kleinen Pins hier, die müssen halt genau auf die Löcher passen, auf der anderen Platine. Und wenn du das einfach in 3D-Grafik sauber machst, ich bin immer ein bisschen fauler, dann kann man das halt auch ein bisschen gleich im Digitalen zusammenstecken und sieht halt auch, ob Fehler irgendwo drin sind. Hat uns nicht vor allen Fehlern bewahrt, also in dem Prototypen sind noch 2 bloß Kleinigkeiten drin gewesen, aber ansonsten, ja. Genau, also ein Kumpel von mir meinte, wir sind jetzt schon weg vom Tinkering, wir sind jetzt beim Engineering, ja, also das Badge hat das Level der Bastelei verlassen und ist jetzt irgendwas Größeres oder so, weil gerade dieses Dreidimensionale mit dem Hasen vorne drauf, etwas ist, was doch komplex war, weil KiCad ist nämlich besonders schlecht darin, irgendwie in einem Projekt mehrere Platinen zu haben. Das heißt, wir haben 5 KiCad-Projekte und die Aufgabe ist es dann zu sagen, wir haben 5 verschiedene Projekte und die müssen aber am Ende alle aufeinander passen. Die Spaltmaße zwischen den einzelnen Elementen der Bauteile oder des Hasen, der vorne drauf kommt, müssen auch passen, damit man wirklich alles drauf bekommt. Und das war eigentlich das, was hier am neuesten für mich war und ja, genau, auch das Dramatischste eigentlich war. Aber es hat gepasst, bis auf einen Stecker, den ich falsch gelegt habe. Aber it's not a bug, it's a feature. Jetzt kann man hier draufklicken und manchmal geht das Licht aus. Genau, also das sind so Kurzschluss. So, jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir so ein tolles Badge, ja, aber dabei können wir es natürlich nicht lassen. Und weil wir sowieso Zeitdruck haben, machen wir noch mehr. Also es ist eben, es ist ein Lanyard entstanden,
welches dem der Optik und dem Design des Badges ähnelt. Also ich habe dann tatsächlich aus dem Design vom Nils ja, mir Anregungen oder halt auch die Grafiken so ein bisschen extrahiert und daraus ein Lanyard gemacht. Es gab noch viel mehr natürlich zu machen. Wir brauchten die kleine Visitenkarte, die ihr am Anfang bekommen habt in den Tassen. Wir brauchten es nicht, aber wir haben es gemacht. Wir haben Sticker gemacht, die ihr natürlich überall gesehen habt und die rumlagen. Und ja, Postkarte, ja, war ja auch Teil der Challenge. Und natürlich ein Booklet ist dann am Ende entstanden, was wir nicht hier haben, glaube ich. Ja. Also die Anleitung, wo halt die Teile drinstehen, ja, weil wir gesagt haben, okay. Will noch jemand eine Postkarte? Wir haben zu viele. Also ich gebe die einfach mal durch hier. Geh mal durch. Gut. Genau, tatsächlich diese Plakate, die ihr hier seht. Also Ratisbona Coding e.V., die sind nicht nur gut im Geld geben, die sind auch völlig krass im Entwickeln von Challenges. Das kam dann von denen, aber zu den Challenges, zu der kommen wir, glaube ich, später noch ja, dazu. Ah, ist schon da. Okay. Genau, dann fang erst mal du an. Genau, also wir gehen mal die Challenges durch, weil das interessiert wahrscheinlich viele, vor allem die, die es nicht geschafft haben oder die nicht durchgekommen sind, was ist passiert. Es ging eben los mit einem Base64 dekodierten String, den man einfach einkodieren musste, und dann hatte man eine Nachricht von Blackbyte. Genau, das war jetzt noch ganz simpel. Dann ging es eben weiter mit dem File-Server, wo der Hobbs einen File-Server gefunden hat und gesagt hat, müssen wir mal nachgucken, was da eigentlich los ist. Da war ein MP4-Video-File, was als, ein ZIP-File, was als MP4 getarnt war. Und da konnte man reinschauen und hat dann in den Metadaten eben auch das Secret gefunden. Und das ist halt so ein bisschen das, was klassisch so CTF eigentlich ist und was so für die Leute, die am Laptop sehr gut sind, dann natürlich die da durchkommen. Und dann ging es weiter mit den Whiteheads. Die Story hat der Ratisbona Coding e.V. beigesteuert. Das heißt, die kamen zu mir am vorletzten Tag und haben gesagt, ja, wir haben hier eine Story und wir haben jetzt hier noch Poster und boah, dann krass. Per E-Mail daher so, ja, und dann schreibt es doch mal in einem PDF runter, was ihr da so habt. Und dann kommt halt meistens so eine kleine Sache dann. Dann haben die halt einen kompletten CTF eigentlich ausgearbeitet mit ultra komplexen Aufgaben, also richtig krasser Scheiß, mit eigenen Designs, die dann rumhangen und allem drum und dran. Wir haben das tatsächlich ein bisschen einkürzen müssen, weil es sonst nicht mehr alles gepasst. Ja. Genau. Und dann haben wir das so ein bisschen in die Hop-Story integriert auch, und das war ja ganz nett. Die Poster waren ein bisschen schwerer oder waren schon schwer. Das haben viele nicht so toll gefunden. Fragen nach dem Talk. Genau. Genau. Und im Anschluss gab es dann eben eine Web-Challenge, wo man eben die veränderte Seite des Ratisbona Coding e.V. ein bisschen untersuchen musste und hat dann einen ZIP-File gefunden. Muss ich mal kurz eine Statistik. Wer hat es über die eigentliche Methode gemacht und hat den Comment gefunden auf der Webseite? Hand hoch. Wer hat es über GitHub gelöst? Alles klar. Der Ratisbona Coding e.V. hat den Fehler gemacht, dass sie den Source-Code ihrer Webseite auf GitHub öffentlich gehabt haben, was die Leute irgendwann rausgefunden haben und gesagt haben, ja, warum soll ich jetzt irgendein Secret finden, wenn ich da den Quellcode habe, der mir mit einem Comment genau sagt, was da eingefügt wurde. Der Branch hieß halt auch Secret. Also. Und dann haben uns das die Leute halt so, GitHub, was, wir haben kein GitHub eingebaut, kamen dann daher, dann haben sie es uns erklärt, dann habe ich es ihnen erzählt, scheiße, das ist ja öffentlich, müssen wir ändern, nee, lass mal, war halt echt auch cool, also das ist Hacking, das ist super. Genau, die zweite Kategorie oder Geschichtsstrang, da geht es dann um Hobbs und wie er sich sein Badge untersucht. Und er findet eben ein Graffiti auf dem Badge auf der Vorderseite, was RCA lautet. Und das ist eben einfach so ein Ding, was wir halt wirklich von Anfang an haben einbauen müssen, damit wir am Ende auch dann das wiederfinden in einer Challenge wie hier. Das zweite war, wir haben einen Schriftzug eingebaut, Are You Real? Was mich da tatsächlich beeindruckt hat, tatsächlich ist, wie gut es zu lesen ist und was die Chinesen halt können. Also wenn ihr mal nachmesst, das ist irgendwie eine Schriftgröße in 2 mm oder ich weiß es nicht, und das ist aber eine lesbare Schrift, dann ist das schon echt enorm, weil das ist halt in Kupfer geätzt und das muss schon auch erstmal gehen. Genau, das musste man finden.
War eben aber auch tatsächlich so ein bisschen das Einfachere. Und dann geht es eben weiter. Wir wollten so ein bisschen einfach Verständnis für Dispatch entwickeln, dass wir den Leuten jetzt nichts irgendwas Hochkomplexes geben, aber dass wir sagen, schaut euch mal an, was ist da eigentlich, welche Bauteile sind drauf, wie funktioniert sowas, sodass wir dann eben gesagt haben, okay, was für Widerstände, was für LEDs sind da drauf, was ist der NE556, wie viele Ausgänge hat er, warum hat er zwei, was macht der NE55 anders? Und so haben die Leute sich dann mit den Dingen einfach ein bisschen beschäftigt, sodass wir den Leuten auch was mit nach Hause geben können, sodass sie sagen, hier, ich habe das nicht nur gelötet und es geht, sondern ich habe auch eigentlich fast verstanden, wie es funktioniert. Natürlich kam auch jedes Feedback zurück. Die einen sagen, oh, mega cool, dass man was löten muss und danach nicht noch ein ESP32 Devboard hat. Die anderen kommen daher nicht, warum habt ihr kein ESP32 Devboard drauf gemacht? Tatsächlich, warum kann man nichts programmieren? Und das ist immer, man kann es niemandem recht machen, aber das ist einfach auch das Schöne. Genau, aber tatsächlich, also wir haben ja hier einfach mit den NE56 und seinen zwei Timern gearbeitet. Wir haben drei Effekte auf dem Batch. Also wir haben einmal ja, einen schnellen Takt, einen langsamen Takt und wir haben ein OR-Gate aus zwei Transistoren gebaut, was diesen coolen Flacker-Effekt erzeugt im Cyber-Schild und im Easter-Hack-Schild. Und so haben wir quasi drei Grundelemente, die wir verwenden können und haben dann mit Kondensatoren auch noch darauf Fading-Effekte gebaut. Das heißt, wir haben eigentlich eine Palette an vielen coolen Effekten, die auf eine total einfache Art und Weise entstehen, komplett ohne Controller. Und das, was wir programmiert haben, steckt eben einfach in der Hardware. Also wir haben ja die Takte aneinander angepasst. Ich habe da mehrfach Widerstände rein rausgelötet, um tatsächlich rauszufinden, wie passen die beiden Takte des NE56 am besten zusammen, damit das Ergebnis cool wird. Genau, dann sind wir auch schon beim dritten. Genau, wir haben Sticker finden müssen. Das war dann eben auch so. Die einen fanden es cool, die anderen, die es nicht gefunden haben, fanden es nicht so cool. eine Lösungsstrategie hat mir dann jemand erzählt. Ja, einfach jede Wand durchsuchen ist doch nicht so schwer. Also wirklich. Andere haben auch erzählt, dass sie dann irgendwo in Treppen hingegangen sind und in Aufgänge und in irgendwelche unterschiedliche Dinge rein, wo dann mehrfach Verbotsschilder waren, aber es steht ja im Internet, wir sollen das machen und deswegen war es anscheinend erlaubt. Und ja, da waren keine Sticker. Ja, genau. Also von den Postern waren einige Dinge schwerer. Die Enigma-Tassen, davon haben wir zwei Stück da. Die Enigma-Tassen habt ihr bekommen, zumindest eine davon. War natürlich von langer Hand geplant. Beim Eintritt. Das war sehr lange geplant. Nein, natürlich war das nicht geplant. Das ist halt so was, was entsteht, wenn ihr so ein bisschen vernetzt seid. Also irgendwann kam die Anke zu mir und sagte, wir haben da so Enigma-Tassen, da könnte man total tolle Challenge draus machen. Da habe ich gesagt, wunderbar, nehme ich, ja. Und dann habe ich mit dem Flo, der die Tassen gemacht hat, mich unterhalten und der hat gesagt, ja, hier Enigma-Tassen und kriegst du schon hin. Ich habe mir das angeguckt und gesagt, ich habe keine Ahnung, was passiert da. Und wir haben dann tatsächlich gesagt, okay, das ist recht komplex und auch viele von euch fanden das recht schwierig. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen es unbedingt als Challenge drin haben, aber wir machen es auf einem einfachen Weg. Das heißt, wir haben die Anleitung neben die Bar gehangen, wir haben euch das Secret gegeben und den Schlüssel dazu und die Aufgabe war es einfach, die Anleitung durchzuspielen und auf das richtige Ergebnis zu kommen. Das war komplex genug, aber es ist eben auch schön, so habt ihr jetzt gelernt, wie eine Enigma funktioniert. Die Enigma basieren ja dann auf vier Tassen, glaube ich, also mit vier Rollen oder vier Walzen. Es wird halt komplexer, aber das Grundprinzip ist dann das gleiche. Genau. Und dann wird es natürlich auch schon witzig, weil die Frage war, was ist denn mit HPX? Und es passieren natürlich auch Dinge, die wir nicht erwartet haben. Also hier war ja zum Beispiel schon die Anleitung hing neben der Bar und der Hops ist in der Bar und spricht mit dem Barkeeper Mo. Und was passiert ist, die Leute sind alle zur Bar gerannt und haben die Barleute gefragt, was wisst ihr vom HPX? Ja. Das ist dann so uns hinterher aufgefallen, so, oh. Hatten wir nicht bedacht, dass sowas passieren kann, aber passiert natürlich, ja. Ich weiß nicht, was an der Bar passiert ist, aber genau. Der HPX ist verschwunden. Der HPX war verschwunden und die Frage war, wie man ihn erreichen kann. Man musste also irgendwie ein Telefon in die Hand nehmen. Dann kam halt auch alle daher, ja, wie kriegen wir denn einen HPX ans Rohr? Ja, habt ihr schon versucht anzurufen? Der steht nicht im Telefonbuch. Ja, noch mehr Telefone. Welche Telefone? Ja, und dann war die Chaosvermittlung auch mit am Start. Die wunderbare Sandra hat den Text eingesprochen. Von ihr habt ihr alles gehört.
Und Mirvi musste noch dafür sorgen, dass Bohnen auf die Ohren und HPX-Ansage nicht auf dem gleichen Channel ist, weil sonst hättet ihr die ganze Zeit Bohnen auf den Ohren gehabt. Genau. Also wenn man die Chaosvermittlung angerufen hat und nach HPX gefragt hat, wurde man auch direkt verbunden mit seinem Anrufbeantworter. Und ja, aber er war im Tunnel, war nicht zu erreichen. Schade. Also braucht man einen anderen Weg, um irgendwas von ihm rauszufinden. Und der Trick war dann eben die Postkarte mit der Chaospost. Ihr musstet einen Fax schicken. Das POC hat sich dann danach beschwert, wir sollen sie doch informieren, wenn wir sie das nächste Mal einbeziehen, weil alle Leute sind wohl zum POC und wollten einen Fax verschicken. Ja, sorry. Aber es gab wunderbar viele Antworten, also es ist ja Wahnsinn. Und ihr habt ja sogar Bilder von euch mit dazu gepackt. Das ist ja richtig cool. Hier... Hey Tunnel-Kiddo, sag mal, geht's dir güde? Das ist wunderschön, toll. Und tatsächlich, also wir wollten dann, am Anfang war das so gedacht, so, ja, okay, die Chaospost stellt uns dann die Post zu und wir schreiben die Antwort auf die Karten drauf. Und wir haben dann die Chaospost, na, das, komm, lass uns das doch machen, haben eine eigene Font entwickelt, haben dann, die Antwort war ja so in dieser hakeligen Schrift und sowas, also er ist von der Chaospost da. Vielen, vielen Dank, es war der Wahnsinn. Schickt mehr Post, da gibt es keine Downtime. So, dann sind wir bei 4.1, den blauen Säulen, vor dem Gebäude. Oh Gott. Oh nein. Wir werden sterben. Genau, also die 4.1 ist tatsächlich eine Challenge, bei der es viel Unklarheit gab. Aber nicht nur bei euch, sondern auch bei uns. Ist ja ganz einfach, haben wir uns gedacht. Genau, ist ganz einfach. An der Wand hängt ein Schild und das Schild sagt Erdachsenparallele. So, wenn wir jetzt sagen Erdachsenparallele, was heißt das eigentlich? Ja, naja, irgendwas mit 23,5 oder so. Ja, und im Laufe des RCAs, des CTFs, kamen da verschiedenste Ansätze heraus. Also das ist halt das echt das Schöne. Man kann sich da draußen auf die Bank setzen und kann gucken, wie die Leute ankommen und sagen, ah ja, hier sind diese blauen Säulen. Ja, und dann sagen sie, guck mal hier, ich habe jetzt hier meinen Zollstock mitgebracht, wir machen jetzt mal hier so einen Satz des Pythagoras und dann rechnen wir uns aus, was das eigentlich für ein Winkel ist. Manche Leute sind dann einen Schritt weiter gegangen, haben das Schild vom Künstler gesehen, wo einfach, wenn man das einfach googeln kann. Was wir dann nicht, wir haben es nicht gegoogelt, weil auf der Homepage des Künstlers steht nicht 23,5, da steht 49, ja, irgendwie irgendwas komplett anderes drauf. So, fuck. Schon wieder eine neue Zahl. Ja, genau. Wir haben dann auch diskutiert mit dem Längen- und Breitengrad. Wir haben aneinander vorbeigeredet. Ich muss mich entschuldigen bei dir. Ich habe es dann auch gelesen. Das ist dann tatsächlich komplett. Was wir eben gemacht haben, ist, wir haben dann am Ende viele Antwortmöglichkeiten auch als wahr gegolten. Die 42 war auch dabei. Also 42? Wer da einfach die 42 eingetragen hat, ganz genau, ist durchgekommen. Genau. F3 war tatsächlich scheinbar der schwerste Sticker. Für mich war es der einfachste. Ich dachte, ach komm, ich gehe da um die Ecke, papp das unten an. Hinter Mülleimer, aber das Feedback war, das hat keiner gefunden. Genau, der zweite Sticker war dann eben bei den Donuts. 10 Kaffeten konnte man rausfinden, indem man das gegoogelt hat. Da war nicht mehr, nicht weniger dahinter. 4,5 ist dann die Geokoordinate, die so ein bisschen einfach ohne Punkt geschrieben war und man musste halt so ein bisschen mal drüber nachdenken, was das sein könnte. Hat dann eben einen Punkt nahe des Parkplatzes gefunden, der wieder einen weiteren Hinweis hatte, wo man dann zum Ergebnis kam. Und was kamen da für Ergebnisse zurück? Ja, also hier dieses Nummernschild hier, das ist ganz schön auffällig. Und hier, da, das, so, oh, das ist ja auch da. Ja, es waren echt viele Bäume. Genau. Also, aber ist ja auch eine Challenge. Ja, also da haben dann Leute geguckt, welches Auto steht da und was liegt da drin. Und so, also da muss man, das, also es ist schon auch dann so ein bisschen so unsere Verantwortung eigentlich da so zu gucken, dass eigentlich kein Schaden drumherum passiert, weil tatsächlich, wenn man jetzt sagt, wir haben 350 Mitspieler gehabt, wenn ihr die halt losschickt, ja, dann laufen die halt auch. Ja. Genau, also hier auch nochmal, also die Geschichte war ja, dass der Hobbs eben eine Tür findet, eine offene Tür und dann eine Treppe seitlich irgendwo im großen Raum. Also die Leute sind auch rumgegangen und haben dann geguckt, wo ist die offene Tür.
Und wo könnte dahinter eine Treppe sein, wo sie seitlich hochgehen können? Manche haben halt was gefunden und haben gesagt, da müssen sie jetzt richtig sein. Sowas passiert, genau. Hier haben wir eine Übersicht, was wo lag. Also die roten Punkte sind die Poster von der Whitehead Challenge von, mit den QR-Codes. Tobi, komm irgendwann zu mir her. Timo, was sind eigentlich die Poster? Er wusste es selber gar nicht. Ich habe die Poster aufgehangen, aber an zwei Tage später wusste ich es selber auch nicht mehr. Und genau, die grünen müssten die Sticker sein und die beiden lilanen passen nicht auf die Karte. Das sind die Sticker an den blauen Säulen gewesen. So, wir haben ein paar Zahlen vorbereitet. Sehr schön ist natürlich, dass wir 359 Mitspieler gehabt haben und verteilt auf 166 Teams. Ich habe jetzt aus den Statistiken mal noch ein paar spannende Sachen mir rausgesucht. Ja, also ganz klassisch, 65 davon sind komplett durchgekommen. Also das ist natürlich schön zu sehen, dass das auch angenommen wurde und viele dabei waren. Und tatsächlich haben wir rausgefunden, dass die Postkarte an HPX schwerer war als das Whiteheads. Also diese QR-Codes waren schwer, aber es gab dafür mehr Lösungen als für die Postkarte. Und Klassiker, das ist etwas, was ich auch auf dem Enter the Void schon gesehen habe. Die Leute lesen halt nicht, ja? Und ich fange halt mit einer Challenge an, wo ich sage, Leute, lest bitte mal. Und das war eben das Hello World. Das war für mich einfach das Kapitel, wo ich den Hobbs vorstellen kann, wo ich sage, das ist der Hobbs, das macht er, so ist er. Und deswegen habe ich so diese Einstiegs-Challenge gehabt, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche nichts Kompliziertes eigentlich. Aber irgendwas muss man ja eingeben. Ja, und also stelle ich die Frage, wo wohnt der eigentlich? Und Regensburg. Genau, also jetzt, also wir haben 350 Falschantworten auf dieser Challenge und die Überschrift ist natürlich Welcome in Rainbow City. So, das heißt, wer halt die Überschrift gelesen hat, weiß, dass der sehr wahrscheinlich in Rainbow City wohnt. Und das nächste ist dann, dass ich kann ja sehen, was die Antworten waren. Und dann guckst du da rein und sagst so, also erstmal geht es ja los mit, wie viele 100 Varianten von Rainbow City kann man denn schreiben? Also ich habe ja schon an viel gedacht, aber wie gesagt, auch alle habe ich nicht erwischt. So. Und das nächste ist dann geht es halt weiter. Die Leute werden ja kreativ, wenn sie es nicht rausfinden und auch die Überschrift nicht sehen. Ja, also der Hacker Hobbs wohnt dann irgendwie in Osterhausen zum Beispiel. Und ich frage mich, wo kommt Osterhausen her? Ja, keine Ahnung. Ja, wir haben ChatGPT gefragt irgendwo, ja? Na klar. Einer hat angefangen. Ja, nachdem Regensburg nicht richtig war, habe ich einfach alle anderen großen Städte in Deutschland ausprobiert. Genau. Und hier haben wir dann eben auch mal so ein bisschen die Reaktionen versucht einzufangen. Also es passiert ja wahnsinnig viel. Also die Palette an Reaktionen ist sehr groß, sehr breit und geht von ganz oben bis ganz unten eben auch durch. Also das Schönste ist dann natürlich sowas wie, ich hatte hier voll Spaß, das war voll schön, darf ich dich umarmen? Ja. Die anderen so, oh nö, rumlaufen draußen. Sticker, Poster, noch eins. genau, und das ging dann halt. Ihr habt Glück gehabt. Tobi wollte euch eigentlich zur hohen Linie führen. Das ist ungefähr so 10 Kilometer entfernt. Die sollen mal durch Regensburg durch. Genau. Ich bin an der Stelle ausgebremst worden. Ja, und dann haben wir natürlich auch so spannende Sachen wie, die Leute haben einfach ihr Feedback in die Antwortmöglichkeit eingetragen und gesagt haben, hier, die Orga ist doof. Aber die waren ganz cool. Das meinen sie natürlich nicht ernst. Genau, aber das sind natürlich witzige Momente. Ja, aber tatsächlich auch die Anspruchsinflation, habe ich, glaube ich, ist das richtige Wort dafür, dass hier auch, ja, ich habe jetzt ein Ticket gekauft, ich habe euch Geld bezahlt, ich will jetzt auch mein Badge haben hier, weil wir irgendwann keine Teile mehr hatten. Dann muss man den Leuten halt erklären, dass das halt komplett getrennt ist und dass wir da selber da irgendwie das Event finanzieren mussten. Aber, ja. Läuft über ein Sponsoring und ist eine ganz andere Geschichte und... Also nochmal zur Zahl auch. Also wir haben 700 Platinen gehabt und 500 Lötbausätze gehabt. Also das heißt, bei, ich glaube, die offizielle Zahl ist ja 650 Teilnehmer. Irgendwie haben wir gesagt, okay, jeder soll eine Platine kriegen und ein Band. Aber löten will es nicht jeder. Deswegen machen wir 500. Die sind ausgegangen auch. Und ja. Aber wir haben auch 500 extra Teile. Also jeder schafft es natürlich von den 500, die löten, haben wir gesagt. Sehr gerne.
Genau. Genau, hier dann so ein paar Eindrücke zum Löten. Natürlich SMD-Löten für viele das erste Mal. Einer hat gesagt, das war mein erstes Mal SMD-Löten und mein letztes Mal. Aber es hat alles geleuchtet. Also es hat, ich dachte wirklich, oh Gott, jetzt kommt das Debugging los. Aber was das Geile war, ihr seid in dem Lötworkshop gesessen und jeder hat sich gegenseitig geholfen. Das war echt super. Also vielen Dank an euch. Das, der Applaus gilt euch. Das war wirklich genial. Genau. Wir werden wahrscheinlich, oder es gibt schon ein Git-Repo, wo wahrscheinlich auch Zeug drin landen wird, weil natürlich viele fragen, wo kriege ich einen Schaltplan, wo kann ich nochmal nach der Teilliste gucken. Dieses Repo ist zurzeit noch leer. Wenn ich da irgendwie mal in den nächsten Tagen wieder rauskomme, dann lade ich da bestimmt auch was hoch. Also schaut da rein, abonniert das, liked das. Ansonsten werden wir wahrscheinlich irgendwie ja auf Mastodon wahrscheinlich auch Dinge noch weiter posten und vielleicht machen wir irgendwann nochmal ein Batch. Vielleicht könnte es sein, dass ihr dann was erfahrt. Und halt auch, man merkt halt, dass man so ein Chaos-Event hat, wenn jemand daherkommt und so, ja, wir haben hier mal so einen kleinen Ständer gebaut für euch. Team 23, einfach die anschreiben, die sind bestimmt froh, wenn ihr ganz viel schreibt. Genau, also die Idee ist natürlich, dass sowas dann eben auch im Repo landet und man sagen kann, oh cool, da ist so ein STL-File drin, man kann das jetzt selber drucken und dann kann man sich das hinstellen. So. Ja. Die Add-ons, alle, die es geschafft haben und ihr Zeug noch nicht abgeholt haben, wir haben drüben am Batch-Schrank, am Batch-Tisch einfach die Kisten aufgemacht und gesagt, greift zu. Geht rüber, solange ihr noch könnt und nehmt euch, was ihr braucht. Ja, genau. Wer die Einzelteile nicht bekommen hat, es wird eine BOM geben und LCS-Links vielleicht. Das ist der vertrauenswürdige Chinese um die Ecke. Da könnt ihr vielleicht mal, tut euch zusammen, macht eine Sammelbestellung, dann kann man sich ein bisschen Versandkosten sparen. Ja, vielen Dank. Genau, dann haben wir noch die Dankefolie. Oh. Natürlich auch vielen, vielen Dank an alle, die uns da unterstützt haben. Und auch euch. Sehr gut. Wow. Krass. Ja, wir haben tatsächlich noch 10 Minuten Zeit für all eure Fragen. Und da habe ich schon, oh ja, er meldet sich schon seit einer halben Stunde. Warte aufs Mikro. Zwei Sachen. Erstmal, bei dem Poster waren die Codes etwas störrisch manchmal. Das gehört zur Challenge. Ja. Und zweitens, ja, ich habe das Poster zum ersten Mal gesehen und dann so, wo ist denn hier ein QR-Code drauf? Jemand sieht ihn fast gar nicht. Das ist halt wirklich super, super fies, ja. Ja, Gear ab, mehr Taschenlampen. Und zweitens noch, bei ein paar Mal, wo ich nicht reinkommen wollte, ich war sicher, ich hatte ein Brett vorm Kopf einfach. Das war wirklich so, ich habe zu kompliziert manchmal gedacht. Ja, das gehört auch dazu. Halt. Ja. Tatsächlich, du hast es gesagt, gell? Im Game Design ist es mittlerweile auch so, dass man alle Türen zumacht, um den Spieler nur in eine Richtung zu schicken, weil wenn man einmal ins Rabbit Hole absteigt, dann kommt man irgendwo anders raus. Aber wir waren immer da, wir haben versucht, praktische Tipps zu geben und ja, auch zu helfen. Also ja. Irgendwer hat dann Social Engineering betrieben, hat dann einfach alle Gruppen gefragt, wie habt ihr das gemacht? Ach, da und wo ist das? Das war eigentlich auch ein sehr schöner Moment, wenn du siehst, so, die Gruppen tauschen sich untereinander aus oder handeln dann irgendwie ihre Challenges gegeneinander aus oder so, weil sie sagen, ja, hier, du, die zwei kriegen wir von dir und du kriegst das eine oder so. Also, das, Kleine nette Geschichte bei der Are You Real Challenge. Wenn man das bei Google eingetippt hat, die beiden Sätze, kam man auf einen PDF vom Anselm Grün, einen Mönch, wo die beiden Sätze aus der Frage quasi fast identisch drin standen. Und dieses PDF heißt Möhre 8.12. So, ich hätte eine Frage zu dem PCB, weil ihr gesagt habt, ihr habt da 5 KiCad-Projekte gehabt. Hätte man da nicht einfach 2 machen können und dann Lasercutten? Oder geht das mit dem PCB-Material einfach nicht, dass man zum Schluss einfach durchschneidet? Das kannst du nicht durchschneiden und der Chinese kann es viel präziser und viel besser.
Okay. Ja. Gibt es einen Trick, dass ihr die Maße hinkriegt, dann musst du wirklich für Hand eintragen dann? Wie meinst du die Maße? Ja, die bei dem Hasen, der vorne drauf ist, muss ja passen, dass zusammensteckbar ist. Musst du das dann per Hand in Keycard hinziehen, wenn es einzelne Projekte sind, oder? That's the challenge, ja. Okay, dann Respekt. Ja. Was man ja aber auch sagen muss, ist, du willst ja möglichst wenig manuelle Arbeit haben. Also in der Größenordnung hier kannst du nicht mehr 3 Tage vorher sagen, ich lege jetzt irgendwie 500 PCBs unter einen Lasercutter, sondern du musst sagen, das ist die Riesenkiste, da ist alles drin, so wie es raus kann, weg damit. Also weil du hast keine Zeit, also du hast keine Zeit für so Spielchen quasi. Ja, genau, aber er macht es halt, das ist das Ding. Ja. Und super sauber mit einem Papier zwischen jedem PCB, das ja nichts verkratzt. Man hat ja auch gemerkt, wie ihr zwischendurch immer so ein bisschen rumgerannt seid und auf einmal hinter den Leuten aufgetaucht habt, die am Laptop standen und gesucht haben. Das hat sicherlich Spaß gemacht, aber habt ihr dabei auch noch für euch noch irgendwie so was gelernt, wo nach dem Motto, oh, guck mal, da gehen die hin und das machen die, oh, das war jetzt vielleicht doof oder oh, genau richtig, so soll es sein? Naja gut, klar laufen die Leute irgendwie Wege, die wir nicht bedacht haben, das ist schon richtig. Eigentlich das Lustige ist, man läuft so rum wie so ein Lehrer dann, ja, und man kann sagen, na, da guck doch nochmal lieber genau hin. So wird das nix, nee. Aber ja, also das ist eben schwierig, eben auch so diese Kreativität, die an den Köpfen der Teilnehmer entsteht, eben abzufangen. Also, ja, wie gesagt, also das mit dem GitHub, das war genau, genial. Also zum einen sowas, gehört. Aber eben auch, wenn ich die Story geschrieben habe, ich habe an vieles nicht gedacht, wo die Leute dann irgendwas reingelesen haben. Natürlich, ja. Das passiert. Und auch in der Story dann, dass man jetzt da einen Schritt zurückgehen muss und dann da in die, also ihr habt das literally genommen und das G4 dann im Schachbrett umgesetzt, glaube ich. Und dann, also es war sehr komplex alles. Ich hätte keine Frage, sondern eine Bitte an dich, Timo, als Stammkunde bei Blinky Parts. Es wäre mega cool, wenn ich die Lötteile, die ich brauche, einfach bei dir quasi einmal klicken und dann okay. Kommt das per Post kaufen könnte. Das wäre sehr hilfreich. Kann mal überreden. Also bevor ich jetzt anfange, da mit 15 anderen irgendwie eine Sammelbestellung zu organisieren, wäre es einfach geil, wenn ich das bei dir kaufen könnte. Ich nehme es mal auf die To-Do mit drauf. Geil, danke dir. Also vielen Dank, dass es auch Sachen gab, die man, wenn man keinen Laptop dabei hat, machen konnte. Hat Spaß gemacht. Und danke für die Aufnahme der Antwort, was der Künstler wirklich mit dem Kunstwerk sagen wollte. Wir sind ja lernbereit. Ja, alles gut. Und so als Anmerkung, schade, dass es erst um 8 abends angefangen hat. Da war ich nämlich mit dem Kind schon nicht mehr da und schade, dass es keine Ankündigung gab, wann es genau zu Ende ist, weil als ich heute Morgen weitermachen wollte, hieß es, ja, ist schon vorbei. Ja. Das war jetzt ein bisschen, ja. Ist dem Chaos geschuldet. So ein Countdown oder so vielleicht noch einbauen dann. Gute Idee, Countdown, ja. Uns ist auch dann am Ende aufgefallen, so die Leute sind dann irgendwann hergekommen, also für uns war es ja einfach selbstverständlich, dass man, wenn man die Challenges fertig hat, dass man vorbeikommt und sich die Teile abholt. Dann ist wir haben wir das eigentlich irgendwo hingeschrieben? Ja, aber da muss man eben auch sagen, das sind Dinge, die wir natürlich irgendwie ja, halb gewusst haben, aber die dann eben auch hinten runterfallen, weil die Luft halt raus ist. Also ihr habt jetzt, habe ich es gesagt, ich bin ja gefragt worden, wie viel Zeit steckt eigentlich in diesem Projekt? Und ich sage jetzt immer so, naja, es werden so 20, 30 Stunden pro Woche gewesen sein, zusätzlich zu deinem normalen Job und Leben. Und das eben über einen Zeitraum von 3 Monaten. Also da seht ihr, was da so drin steckt eigentlich in all dem. Also im Batch, im RCA, in den Challenges, in den Dingen auf dem Laptop. Also am Ende ist die Luft raus. Und da sind natürlich dann so Fragen wie, jetzt muss ich mir mein Zeug abholen oder wann ist das Ding zu Ende? Ja, habe ich nirgendwo hingeschrieben, ist mir aber auch egal. Das hat mir mal einer verraten. Wir heißen ja nicht gut organisiert Computer Club, sondern Chaos Computer Club. Wir wären zeitlich eigentlich am Ende, dürfen wir überziehen? Niemand oder sagt nein. Also. Niemand sagt nein, dann. Okay. Hi, super cooles Ding, das ihr aufgezogen habt. Ich hätte noch 2 Detailfragen zu eurem PCB-Design-Prozess. Einerseits, wie sieht eure Toolchain aus, wie ihr die Vektordaten von dem Künstler nach Keycard gut reinbekommt, weil das muss man wahrscheinlich mehrmals machen. Also wie macht ihr das? Und du hast gesagt, du hast ja dann das
die 3D-Files, die aus KiCad rausgefallen sind, zusammengefügt. Wie war da dein Prozess? Weil ich habe das auch schon mal beim Projekt gemacht und mich würde interessieren, wie deine Lösung aussah. Genau, also die Toolchain ist eigentlich das Design, das Artwork des Künstlers als SVG. Dann hast du das im Inkscape und kannst damit arbeiten. Dann gibt es ein cooles Tool, das SVG2Mod. Viele kennen das SVG2Shenzhen aus dem Inkscape. Das verwende ich nicht mehr. Das SVG2Mod hat tollere Features, so Richtung Sperrflächen zum Beispiel, die kann man dann besser nutzen. Das, was man braucht, ist ein Fork davon, den man schwerer findet, als wenn man das googelt. Also da muss man ein bisschen gucken, dass man das letzte hat auch. Genau, und dann kommt eben da einfach ein Modul raus, was du in KiCad importieren kannst mit deinem Artwork drin. Die andere Frage war, wie war der Prozess mit dem Gesteckten, also mit zwei Ebenen? Tatsächlich ist es so, ich habe mir im Inkscape habe ich mir Kreuze gelegt, die dann auf speziellen Layern lagen, also auf User Markings liegt das dann zum Beispiel. Da kann halt der, ja, das sind dann eben einfach Fertigungsinformationen eigentlich, die halt nirgendwo auf dem PCB landen, aber im Projekt drin sind. Und da habe ich mir Kreuze gelegt und gesagt, okay, also auf dem Grund-PCB muss an genau diesem Kreuz das Loch sein und auf dem Bauteil, was oben drauf kommt, muss an diesem Kreuz auch genau das Loch sein. Und das Gute, was ich gemacht habe, ist, ich habe quasi alle Teile im SVG2Mod exportiert und die lagen an der gleichen Stelle, aber das Modul kommt dann eben einfach an einer unterschiedlichen Stelle raus. Das hat geklappt und ist eben auch der Punkt, wo du sagst, okay, das ist jetzt kein Tinkering mehr, das ist jetzt so ein bisschen Engineering, weil du halt wirklich irgendwie gucken musst, dass du da exakt bist und das passt und dann am Ende geht das und du kannst löten. Und die Toolchain ist übrigens vollständig Open Source, also kein, glaub, du hast kein einziges Tool verwendet, das irgendwie Closed Source ist. Nee. Danke. Eine kleines Feedback, was Blinking Parts angeht und auch eure SMD-Löterei. So als Anfänger, ich glaube, bei euch 2 Sterne schwierig ist dann schon ein bisschen sehr fisselig und für so eine Batch vielleicht das nächste Mal ganz klein, etwas größere SMDs. Ja, das sind die Größen, die wir gekriegt haben. Dann bin ich einfach nur unfähig, ist aber okay. Aber danke nochmal für die Challenge, war super. Ich habe das Zeichen bekommen, wir müssen aufhören. Okay. Vielen Dank euch beiden. Wir sind jetzt gleich noch draußen vor der Tür. Kommt einfach auf uns zu, dann können wir noch quatschen. Vielen Dank euch.